Ja, das wichtigste Konzept bei einer entsprechenden Schule ist natürlich die Architektur. Und ich habe jetzt hier eine entsprechende Learning-Architektur aufgearbeitet. Man sieht oben die Links, die sich bequem vom Desktop aus oder aber auch von einer App bedienen lassen. Und unten ist die Online-Learning-Architektur. Es geht los in der Mitte mit den entsprechenden Vorlesungseinheiten als digitale Vorlesung. Darüber ist dann ein entsprechendes Zoom-Stoffvermittlungssystem und eine Online-Webseite, die das Ganze dann eben entsprechend aufnimmt und gestaltet. Und damit sind natürlich auch Übungen möglich und darunterliegend kann man das Microsoft Teams verwenden und entsprechend bei LinkedIn und Facebook-Gruppen miteinander verknüpfen und begleiten.